Hallo, heute zeige ich dir, wie man an den Teddybär-Shawl eine zweifarbige Häkelborte ansetzt. Gestartet wird an der oberen Kante, da wo wir die Maschen abgekettet haben. Die rechte Warenseite ist vorne und somit sehen wir die linken Maschen. In die erste Masche der oberen Kante häkel ich eine Kettmasche, gefolgt von einer Luftmasche. Gleich darauf werden zwei halbe Stäbchen in die Seite eingearbeitet, und zwar dort, wo wir vorher die Umschläge für die Zunahmen gestrickt haben. Dort kommen immer, das sind größere Öffnungen, wie man hier sieht, dort kommen immer zwei halbe Stäbchen rein, einmal, zweimal. Und danach stricken wir eine Luftmasche. Nochmal das erste halbe Stäbchen, dann das zweite. Und man sieht ganz gut, man kann sich gar nicht vertun, denn die Löcher von den Umschlägen sind schön groß, in die man dann einstechen kann. Nochmal ein halbes Stäbchen und eine Luftmasche. Hier kann man noch mal sehen, wie die fertige Ecke aussieht. Wir haben schon fast die nächste Ecke erreicht. Das ist der Punkt, wo die Spitze des Schals ist und gleichzeitig auch die Seite, wo wir mit dem Maschenanschlag begonnen haben. Dort ist auch der Anfangsfaden noch zu sehen. In die Spitze des Tuches wird jetzt ein halbes Stäbchen gearbeitet. Dieses halbe Stäbchen häkeln wir aber nicht zu Ende. Wir stoppen an dieser Stelle und verabschieden uns von dem Mohairgarn, was wir zusammen mit dem anderen Lacegarn genutzt haben, und wechseln zu der zweiten Farbe, nämlich dem schicken Orange, und häkeln damit weiter und beenden damit dann auch mit dieser neuen Kontrastfarbe das begonnene halbe Stäbchen. Einmal den Faden durchziehen, gefolgt von einem zweiten halben Stäbchen in dieselbe Masche. Dafür lege ich den Anfangsfaden von dem Strickgut auf die andere Seite. Gefolgt wieder von einer Luftmasche. Und somit haben wir schon auf die nächste Seite der Reihen gewechselt. Auch hier stechen wir wieder in die großen Löcher der vorherigen Umschläge ein, häkeln dort zwei halbe Stäbchen, gefolgt wieder von einer Luftmasche. An dieser Stelle stoppe ich noch mal kurz, um zu zeigen, wie es an der Spitze aussieht. Wir haben die Maschen strikt getrennt. Auf der linken Seite sehen wir die orangefarbenen Maschen und auf der rechten Seite die pinkfarbenen. Mittlerweile sind wir an der dritten und letzten Ecke angelangt. Es werden noch mal gehäkelt die halben Stäbchen in die größeren Löcher der Umschläge, der Zunahmen, dazu eine Luftmasche und jetzt hier nochmal
die zwei halben Stäbchen, gefolgt von einem Umschlag. Und jetzt wechseln wir auf die obere Kante und häkeln eine Kettmasche wieder in die erste Abschlusskante, gefolgt nochmal von einer Kettmasche, und trennen uns vom Strickfaden. Hier kann man nochmal sehr schön die zweifarbige Spitze und auch die unterschiedlichen Farbenden des Tuches sehen. Ich hoffe, das Tutorial hat dir Spaß gemacht und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dann!